Heute spielen wir drei verschiedene Stickman-Spiele, die ich auf dem Handy gefunden habe. Das erste nennt sich Stickman Hook. Und ich habe das Gefühl, das hier wird enorm süchtig machen. Wenn du mich fragst, wieso ich das Gefühl habe, ich habe keine Ahnung. Es sieht super süchtig machend aus. So als würde ich, obwohl ich drei Spiele spielen will, wahrscheinlich nur eins spielen. Aber ich kenne alle drei übrigens nicht. Ich habe keine Ahnung, was es dort gehen wird. Ich habe es nur auf Bildern gesehen. Und falls du dich unkostet abonniert hast, dann wirst du niemals in deinem echten Leben einem Stickman begegnen. Leute, ich denke mir das nicht aus. Außerdem ist es kostenlos, also warte ich kurz. Ah ja, lass ihn noch oben da. Irgendwie ist es ungewohnt, wenn meine Kamera so weit entfernt ist. Ne, mal ehrlich, ist ja echt ziemlich weit weg. Wenn ihr übrigens günstige Spiele kaufen wollt, dann seid ihr bei G2A richtig. Hier könnt ihr einfach eure Konsole angeben. Ich bin Steam, weil ich meistens auf Steam spiele. Und alle Spiele sind hier einfach deutlich günstiger. Zum Beispiel Fall Guys ist um 10% günstiger. Aber das ist eigentlich noch ziemlich wenig, denn manche Spiele sind um 80% günstiger. Oder Skyrim statt 40 Euro, 11,39 Euro. Und das ist nicht nur mit dem Spiel so, das ist mit ganz vielen anderen Spielen auch so. Die sind zigmal billiger. Also wenn ihr Spiele günstig haben wollt, dann checkt G2A in der Beschreibung aus und viel Spaß mit dem Video. Okay, also hier geht's darum, ich fahre einfach mal an. Warte, ich habe keinen Sound. Also scheint, das hat das Spiel allgemein keinen Sound. Also hier können wir uns festhalten und wir haben das erste Level geschafft. Okay. Das ist sehr interessant. Machen wir weiter. Jetzt halten wir uns fest. Springen. Und jetzt halten wir uns wieder fest und wir haben das zweite Level auch geschafft. Okay. Das ist doch einfach, was ich dachte. Ich habe aber das Gefühl, das wird noch schwerer. Ich weiß auch nicht. Okay, also wir müssen uns an diesen runden Dingern festhalten und dann schwingen wir weiter und dann erreichen wir das Ziel. Okay. Level 4 oder Level 3. Oh. Oh. Wow. Okay, das war irgendwie cool. Was zum Teufel ist das? Okay, das war irgendwie ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Okay, hier habe ich ein Problem. Oh, nice. Das hat funktioniert. Ich habe das Level geschafft. Okay. Das war irgendwas, was ich nicht erwartet habe, ehrlich gesagt. Okay, weiter geht's. Und ich rolle runter und das ist wieder das Ziel. Okay, das Level, das letzte Level war schwerer als dieses Level. Also irgendwie merkwürdig. Ja, okay, weiter geht's. Mal schauen, ob wie mich das Spiel noch überraschen wird. Oh, 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 ich sehe schon. Ups. Aber wir haben es trotzdem nicht geschafft. Okay, das war ziemlich knapp. Was hat das nächste Level zu bieten? Wir halten uns fest und jetzt können wir runterrollen. Ich meine, dieser Stickman hat echt krasse Fähigkeiten und wir kommen einfach so hoch. Okay, das war ein cooles Level. Ich hoffe, die waren länger, die Level. Ich habe jetzt aber mal den Flugzeugmodus angemacht, damit keine Werbung mehr kommt. Aber, ja, ich weiß nicht, also ich war... Oh, ich habe mich... Oh mein Gott, okay, vorsichtig. Vorsicht bleiben, da ist das nächste und wir kommen durch. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe keine Meinung zum Spiel. Es ist irgendwie gut, aber auch irgendwie nicht. Es ist irgendwie alles, habe ich das Gefühl. Es ist so... Ich habe wortwörtlich keine Meinung zum Spiel. Es ist ganz merkwürdig, das Spiel. Oh, warte mal. Jetzt habe ich ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Kann ich mich bitte festhalten? Nein. Okay, nicht da. Okay, ist aber gut. Jetzt habe ich mehr Schwung und ich komme zum Ziel. Okay, ich sehe auf jeden Fall, wie das Spiel schwerer wird, aber gut, ein Level spielen wir noch, meinetwegen, okay? Ein Level spielen wir noch, mal schauen. Vielleicht dieses eine Level, vielleicht wird mich das beeindrucken vom Spiel. Ich meine, es ist ein Spiel, was ich mir vorstellen kann, was süchtig macht, aber es ist jetzt nicht das geilste Stickman-Spiel der Welt, was ich jemals gespielt habe. Oh, das hat dieses Mal Sound, das ist gut. Das finde ich nicht schlecht. Okay, das nächste heißt Draw Story 3D. Es ist immer noch dunkel. Naja, das ist normal, wenn du schläfst, schätze ich mal. Wach auf, Stickman, mit etwas Sonne. Wie meint ihr das? Male eine Sonne. Ich habe keine Sonne, das war keine... Ich habe nicht wirklich eine Sonne gemalt. Ich habe einfach nur einen Strich gemalt. Ich wusste nicht, ob ich schwarze Farbe habe, ob ich gelbe Farbe hatte. Ich hatte wortwörtlich keine Ahnung, aber... Okay, er ist aufgestanden. Das ist mein Jam, mach es lauter. Ich weiß nicht wirklich, was du hörst, aber wahrscheinlich wird es gute Musik sein. Okay, tippe in der Mitte. Das war ziemlich einfach. Okay, nächstes. Zieh die Antenne nach links. Das war ehrlich gesagt nicht das, was ich erwartet habe im Spiel. Achso, wir versuchen, die richtige Musik zu finden. Anscheinend ist es so ein altes Radio. Ich verstehe, ich verstehe. Klicke zur richtigen Zeit. Okay, das ist irgendwie echt ein merkwürdiges Spiel. Ich bin ein bisschen verstört. Ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt anfängst zu dancen, Bro. Okay, nächstes. Zeit, um sauber zu machen. Oh nein, meine Hassbeschäftigung. Okay, und jetzt? Tappe zum Fixen. Ach so, drehen? Wieso zum Teufel war der Fernseher umgedreht? Ich meine, Bild kann passieren. Aber was ist bei einem Fernseher? Das macht sogar keinen Sinn. Draw a broom. Also ein Besen. Okay. Das soll okay sein. Ich meine... Das sieht aus wie was anderes. Aber es ist ein Besen für mich. Oh Gott. Ja, seht ihr? Hundertprozentig ein Besen war das. Okay, was willst du jetzt von mir? Ich soll einfach... Ach so. Ja gut, das ist kein Problem. Jetzt hast du beide Sachen, um sauber zu machen. Ein Kerblech und ein Besen. Ah ja gut, vielleicht sauber machen bei cooler Musik. Vielleicht macht das mehr Spaß. Aber ja, ich weiß nicht. Sauber machen macht nicht allzu sehr Spaß. Ziehe, um den Boden zu reinigen. Hey, das Spiel ist aber ziemlich einfach nur. Ich weiß nicht, irgendwie steht dir das nicht mit dem Saubermachen, aber was getan werden muss, muss getan werden, oder? Du bist halt nicht der Typ, der so aussieht, als würde er irgendwas... Was habe ich getan? Ich brauche etwas Duct Tape wahrscheinlich, oder ja? Also Duct Tape, so. Da hast du ein Duct Tape. Also Panzerdings, da bummst da. Okay, ich vergesse deutsche Wörter, deswegen. Und jetzt?
Don't get him. Ach so. Also ich, darf mich nicht erwischen lassen. Okay, das ist ein sehr merkwürdiges Spiel. Ich mag es irgendwie. Ich weiß nicht, wieso ich es mag, ehrlich gesagt. Ich soll nach links oder nach rechts mich bewegen, um alles, um nichts zu treffen. Ich meine, das ergibt irgendwie Sinn, dass nichts treffen soll. Was zum Teufel? Wieso bin ich jetzt Taschenkleber oder wie auch immer das heißt? Mega IQ, okay. Zeichne die andere Hälfte der Vase. So? Also, es ist irgendwie sehr einfach, aber irgendwie ein bisschen befriedigend, wenn man nichts wirklich machen muss, um das Level zu schaffen. Ah, okay, das ist irgendwie cool. Hier muss ich einfach nur die Vase zusammen machen, zusammen puzzeln. Sehr schön. Eine Blume. Okay. Da hast du deine Blume. Wunderschöne Blume habe ich gezeichnet, oder? Sieht perfekt aus. Okay, weiter geht's. Was willst du jetzt? So? Okay. Ich weiß nicht wieso, das Spiel ist echt befriedigend. Es ist so einfach. Es ist so... Nein, ich will nicht, dass es mir Mitteilung sendet, aber danke. Hier den Weg für die Blumen. Also irgendwie hat das Spiel was von allen anderen Spielen genommen. Weil dieses... Ich habe das schon mal in der Werbung gesehen, das mit dem, was ich dort gemacht habe. Tabe zum Fixen. Okay. Das meine ich, irgendwie ist das befriedigend. Was zum Teufel? Ich sollte ein Tier bekommen, einen Hund. Ein Hund, wenn das klappt, ne? Habe ich keine Ahnung. Hier hast du einen Hund. Oh mein Gott. Oh, was zum Teufel? Guter Hund. Das war nicht wirklich ein Hund, aber ich wollte gucken, ob es funktioniert. Mein Hund sieht aus wie etwas, was zwischen den Beinen liegt, aber nicht etwas, was ein Hund sein soll. Okay, zeichne den Rest der Bohnen. Oh mein Gott, wieso ist das Video... Was? Diesmal hat es nicht funktioniert? Oh, auf einmal hat es funktioniert. Naja, ist klar. Was spiele ich eigentlich gerade? Gehe und fange. Oh mein Gott. Wir sollen... Also seht ihr, das Spiel hat irgendwie was von allen Spielen. Ja, nur dass es halt millionenmal einfacher ist. Okay, was jetzt? Ah, okay, ich soll also... Das ist easy. Ja, das ging rein. War nicht allzu schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt nochmal, jetzt. Okay. Der Scheißhaufen hat sich diesmal bewegt. Ich brauche eine Tür für das Badezimmer. Du brauchst eine Tür für dein... Okay. Hier hast du eine Tür für dein Badezimmer. Bitte sehr. Ich hoffe, du kommst jetzt in das Badezimmer. Was anscheinend vorher keine Tür hatte. Aber wie hast du vorher gekackt? Ich meine, wie war dein Leben? Das ist wie meine dritte Pubertät. Ja, ich sehe es in deinem Gesicht gerade. Oh nein. Oh, oh Gott. Das habe ich doch nicht getan, oder? Das habe ich nicht erwartet. Einstein, ja. Das hat Einstein bestimmt auch gemacht, bevor er intelligent wurde. Okay, na, oh, Gott sei Dank. Ich würde sagen, es ist vorbei. Okay. Was? Das verbessert deine Süßhaftigkeit? Oder wie süß du bist? Ich glaube, ich ja weniger. Ich glaube, das lässt sich eher komisch aussehen. Oh mein Gott, du bist ja schon 14. Du hast ja ein bisschen Barthaare. Ein Rasierer, wenn das klappt, habe ich keine Ahnung. Komm schon. Bitte, das funktioniert. Oh mein Gott. Oh, Gott sei Dank wurde es zu einem Rasierer. Was geschieht hier gerade? Okay, jetzt muss ich dir das geben. Okay. Sehr interessant. Zur richtigen Zeit tabben. Daran bin ich gut eigentlich. Das kann ich ziemlich gut. Wie oft muss ich das tun? Dreimal, okay. Sehr schön. Und jetzt rasieren. Oh Gott, okay. Also ich weiß nicht wirklich, wie lange das Spiel gehen wird. Aber... Irgendwie ist das echt witzig, das Spiel. Es ist wirklich eigentlich schlecht, aber irgendwie witzig. Okay, was willst du jetzt? Zähne putzen. Okay, kannst du gerne machen. Ich meine, das Spiel macht eigentlich Sinn. Ich meine, es macht Sinn, dass man viel zeichnen muss hier. Es heißt ja Draw, was ja quasi malen bedeutet. So, ich will noch ein weiteres Spiel spielen, aber ich komme irgendwie von dem Blatt nicht weg. Okay, ich muss das Toilettenpapier fangen. In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig. Und? Ja, das war's. Okay, ich würde sagen, bevor ich jetzt in unendlich lang weiterspiele, würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Spiel. Das nächste heißt Stick Cliff Diving. Lass uns aber anfangen. Jump.
Ah, wir springen einfach. Okay, so. Und jetzt, ah. Okay. Okay, das sieht immerhin nicht so aus, als würde es mich nicht für immer... Was? Fail? Ist das ein Scherz? Okay, wie ist es genau... So? Das war gar nicht mal so schlecht, oder? Ist das ein Scherz? Was zum Teufel ist das? Okay, warte. Nein, das war... Oh, das muss wehgetan haben. Alter, so wenig Punkte, ne? Okay, also ich glaube, ich brauche doch ein Tutorial, ehrlich gesagt. Ja, ich brauche auf jeden Fall ein Tutorial. Sonst habe ich keine Ahnung. Okay, Jump-Button. Okay, das würde kein Problem sein. Und dann Flip-Button. Oh. Wenn ich so lande, dann... Okay. Ich meine, ich habe es vorher auch schon verstanden, aber... Und? Ich meine, ich bin mit dem Kopf gelandet. Fail! Wieso Fail? Ich brauche 34 Punkte, um das erste Level zu schaffen. Okay, es hat weh. Ey, wenn ich das erste Level nicht mal schaffe, ne? Dann habe ich keine Ahnung mehr. So, und jetzt... Oh! 25 Punkte. Irgendwas stimmt nicht mit dem Spiel. Also, wenn das... Ist das das erste Level jetzt, oder... Ja, 6 Punkte nur. Also, ich muss auf jeden Fall Kopf machen. 14 Meter. Okay. Und? Komm schon. Ich meine, es ist gut, aber irgendwie lassen die mich nicht weiter. Und? Oh. Sorry, für mich war das gut. Wieso steht eigentlich Fail, wenn ich es geschafft habe? Was gibt es eigentlich im Shop? Ach, konnte nicht connecten. Stimmt, weil ich ja, naja, im Flugzeugmodus bin. Was eigentlich auch Sinn ergibt, würde ich sagen. Okay, also... Nein, das war... Okay, ich... Auf einmal bekomme ich 29 Punkte. Das macht keinen Sinn. Das war mein schlechtester Sprung und ich bekomme mehr Punkte als alles andere. Oh mein Gott, das war perfekt. Und ich bekomme noch 20 Punkte und ich bekomme noch Fail. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie bin ich ganz froh, dass ich das letzte so lange gespielt habe. Dann muss ich das hier nicht allzu lange spielen. Weil... Das macht keinen Sinn. Das Spiel macht keinen Sinn. Okay, noch einmal. Ein Versuch noch. Oder zwei. Okay, alle guten Dinge sind drei. Wenn ich es in drei Versuchen schaffe, dann würde ich mich freuen, wenn ich überhaupt ins zweite Level komme. Okay. So, so und jetzt. Oh, das war... Oh mein Gott, das war so perfekt. Ah, ich muss so schräg landen, oder wie? Ah, okay. Dann lassen wir testen. Oh, das war schräg. Aber trotzdem Fail. Okay, letzter Versuch jetzt. Und? Ja, das war... 26 Punkte immerhin, aber... Ich glaube, ich gebe es auf. Ich weiß, ich verstehe das Spiel nicht. Ich meine, für mich war das ein perfekter Sprung. Aber ja, das waren drei Stickman-Spiele. Ein paar davon gut, ein paar davon nicht. Ich muss sagen, die ersten zwei waren irgendwie die besten, aber das zweite war irgendwie ganz witzig. Also für mehr solcher Videos, wo ich drei Spiele vorstelle, lasst dann noch oben da. Abonnieren kostenlos. Falls du abonnierst, klickt die Glocke da unten, damit du benachrichtigt, sobald ich ein Video hochlade. Und du gehörst zur Lockengänge. 5 Lockengänge. Ich kann dir leider keinen richtigen High-Five geben, weil du so weit weg bist. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.